Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe zu dem Blogpost Personalisierte Erpressungen und Schutz vor Cyberkriminalität. In der Videoreihe zeige ich die konkrete Umsetzung der Tipps, wie Sie Ihre Systeme, Ihre Online-Accounts vor Schädlingen, Identitätsdiebstahl und ähnlichen Bedrohungen aus dem Internet schützen können. Wir starten sofort rein. Das allererste ist, ich muss erstmal wissen, bin ich unter Gefahr ausgesetzt gewesen, dass meine Accounts, vor allen Dingen meine E-Mail-Adresse, an der alles hängt, bereits einmal Opfer eines Hacks geworden ist. Hier gibt es ein paar Seiten. Wir nehmen jetzt einfach mal die erste, haveibporn.com, führen die aus und hier kann ich meine E-Mail-Adresse gegen Datenbanken checken. Dieser Dienst ist seriös. Passen Sie auf, wo Sie Daten von sich eingeben. Nutzen Sie nur seriöse Dienste. Das meiste ist eher unseriös im Internet. Der Dienst wird von einem Microsoft-Mitarbeiter betrieben, der einfach diese Datensätze sammelt, aufkauft und dann zu dieser Überprüfung zur Verfügung stellt. Wir geben jetzt hier einfach die E-Mail-Adresse ein, koch@kksoftware.de, und das System schaut in der Datenbank nach und sagt jetzt, oh no, Pond. Ich bin auf 6 Veröffentlichungen, taucht meine E-Mail-Adresse mit weiteren Daten auf. Jetzt kann man sich hier nach unten scrollen, sieht zum Beispiel LinkedIn oder Dropbox, 2012, 2016 wurde es veröffentlicht. Und ganz wichtig, da steht immer dabei, compromised data, was wurde veröffentlicht. Und hier zum Beispiel die E-Mail-Adresse und das Kennwort, also quasi alles, was man braucht, um ins System reinzukommen. Und wenn ich das Kennwort dann an mehreren Seiten benutzt habe, dann ist wahrscheinlich auch die Seite nicht mehr ganz sicher. Hier sieht man, wenn was ist aus 2012, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Kennwort geändert wurde in der Zwischenzeit. Aber jetzt sieht man hier eine Veröffentlichung von Januar 2019 und auch hier bin ich mit E-Mail-Adresse und Kennwort drin. Also höchste Zeit, dann die folgenden Tipps nachher zu beachten und dann die Kennwörter auf allen Systemen zu setzen. Überprüfen Sie jetzt selber, ob Sie betroffen sind. Viel Erfolg beim Ausprobieren und wir sehen uns dann beim nächsten Tipp.